Die Mädchengarde der Faschingsgilde Wiener Neudorf war beim Kinderfasching der ÖVP-Frauen in der Jubiläumshalle Biedermannsdorf zu Gast und zeigte, wie gut die jungen Mädels marschieren können. Mädchengarde ist heuer das erste Mal wieder so richtig aktiv. Die habe ich mit meiner Tochter ins Leben gerufen. Und ja, nächstes Jahr sind wir landesnahen Hauptstadt in Wiener Neudorf. Und das ist eine gute Premiere und eine gute Möglichkeit für uns für nächstes Jahr zu üben. Und du suchst ja noch junge Mädchen, oder? Ja, wir suchen noch Mädchen im Alter von 5 bis 18 Jahren. Training haben wir einmal die Woche. Und nächstes Jahr, wie gesagt, sind wir landesnahen Hauptstadt, also wir würden uns über jedes Mädchen sehr freuen. Ihr zwei habt gerade gezeigt, was ihr so könnt. Ja, ihr müsst ja viel trainieren, oder? Ja, also das ist hauptsächlich nur den Tanz einstudieren und ein bisschen aufwärmen. Sie haben mitorganisiert das Faschingsfest hier in voller Erfolg. Ja, es war ein ordentliches Stückchen Arbeit, das so hinzukriegen eigentlich. Ich hatte auch nie gedacht, dass so viele Leute kommen, weil wir haben ja an und für sich um 15 Uhr Eröffnung und konnten dann erst kurz vor 4 eröffnen, weil so viel los war. Wie lange wird die Party heute dauern? Na, nur bis 18 Uhr. Um 17 Uhr werden dann die Tombola-Preise verlost und um 18 Uhr kommt dann, in der Halle ist dieses große Netz, wo die Luftballons drinnen sind und die werden dann runtergelassen und dann springen die Kinder rauf und dann wird es geknallt und ja, das ist dann das Ende eigentlich. Wie viele Kinder sind heute hier da? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also für mich ist es, mir ist es so vorgekommen, dass heute mehr da sind, als im letzten Jahr waren. Aber das sehen wir dann erst, wenn wir die Krapfen abgezählt haben, wie viele übergeblieben sind. Frau Bürgermeister, Sie haben sich heute gut getan. Ja, aber Sie haben mich leider trotzdem gefunden. Und Sie waren auch ganz schön fleißig, Krapfen verkaufen. Ja, ja, wir Kinder bekommen bei uns Krapfen und ein Getränk. Und gute Stimmung, gute Unterhaltung, also ich denke, es ist für jeden was dabei. Das heißt, als Bürgermeisterin muss man auch beim Kindermaskenfest dabei sein? Ja, natürlich, und ich bin das gerne, weil es macht Spaß. Und wir haben wunderschöne Kostüme und es ist jedes Jahr wieder sehenswert. Wie fühlen Sie sich als Clown? Ehrlich gesagt, entsetzlich. Es gibt Kinder, die fürchten sich vor mir und das finde ich gar nicht lustig. Klack, 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 klack. Yeah.